Hallo aus einer neuen Drehkulisse. Ich habe mir hier alles zusammengerichtet. Es ist sehr, sehr, sehr viel Make-up. Ich hatte Lust, mal wieder ein etwas klassischeres Kosmetik-Video, Beauty-Video zu drehen. Ganz viele von euch haben danach auch öfter mal gefragt in letzter Zeit und ich habe auch momentan einfach wieder so, so, so viel Spaß an Make-up. Mir macht es mega viel Spaß, Sachen auszuprobieren, neue Produkte auszuprobieren, meine alten Lieblinge wieder zu entdecken. Ich habe 6 Monate lang auf meiner Reise ja echt sehr minimalistisch gelebt, was Make-up angeht. Also ich hatte wirklich meine absoluten Basics dabei und habe mich auch kaum geschminkt. Und seit ich wieder hier bin, habe ich echt meine eigene Schminksammlung wieder entdeckt, ganz viele neue Sachen ausprobiert und wollte euch einfach momentane Favoriten in so einer Art aktuellen Make-up-Routine zeigen. Haare weg! Und dann fasse ich sie hoffentlich auch nicht mehr an. Ich benutze momentan jeden Tag den Priming Moisturizer von Glossier. Das ist die perfekte Make-up-Base für mich. Ich hätte nicht gedacht, dass der mir jetzt zur kälteren Jahreszeit noch ausreichend ist, aber es geht total klar. Der ist einfach sehr, sehr angenehm auf der Haut unter Foundation, aber auch nur mit Concealer drüber. Riecht nach nichts, zieht schnell ein, verträgt meine Haut einfach sehr, sehr gut. Ah, aber das war es noch nicht. Bin ich jetzt blind? Where are you? Ich benutze auch jeden Tag momentan das Super Glow Serum. Etwas schwierig im Auftrag. Man muss da super schnell sein, weil das so mega flüssig ist. Ich gebe mir das immer so ein bisschen direkt auf die Haut und klopfe das dann so ein bisschen ein. Es ist einfach so flüssig, dass man nicht schnell sein muss, weil sonst läuft es einem komplett nach unten und hatte es auch schon auf der Kleidung und auf dem Boden und so. Aber das Serum und der Priming Moisturizer in Kombination sind echt die perfekte Base. Immer noch von The Body Shop der Vitamin E Ice Cube. Der funktioniert einfach so gut im Alltag, finde ich. Der ist so schnell und einfach in der Anwendung. Und ab und zu an den besonders kalten Tagen momentan benutze ich auch noch von Origins das Energy Boosting Treatment Lotion Mist. Das habe ich euch auch schon öfter gezeigt, auch letztes Jahr in meiner Make-up-Routine verwendet. Habe es dann jetzt aber echt monatelang nicht benutzt. Also ich hatte es natürlich nicht auf der Reise dabei, aber auch davor habe ich es schon eine ganze Weile nicht benutzt. Habe ich es wieder rausgekramt und festgestellt, dass ich es immer noch sehr gerne mag. Ich bin nicht mehr der größte Fan von dem Duft, muss ich sagen. Inzwischen finde ich, es riecht wie die orangenen Tic Tacs oder Fanta. Den Orangenduft mag ich total gerne, aber diesen süßlichen Unterton mag ich nicht so gerne. Aber es ist einfach so ein Spray, was sehr schnell einzieht, was keinen klebrigen, komischen Film auf meine Haut hinterlässt und was deshalb einfach in meiner Make-up-Routine gut funktioniert. So viel zur Base. Rede ich darüber in einem Video oder nicht? Ich habe für meine Verhältnisse relativ viele Rötungen und Unterlagerungen auch. Ich habe ja eigentlich sehr einfache Haut, sehr dankbare Haut. Ich vertrage das meiste richtig gut. Ich neige zu trockenen Stellen, aber auch das kriege ich immer relativ schnell in den Griff. Aber ich habe vor ein paar Wochen meine Pille abgesetzt. Endlich. Ein Schritt, den ich schon seit Jahren gehen wollte. Und seitdem hat sich mein Hautbild auf jeden Fall verändert. Also ich merke das jetzt schon und es ist echt erst ein paar Wochen her. Ich habe das auch von so vielen gehört, dass nach dem Pille absetzen die Haut komplett verrückt spielt. Ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Momentan merke ich es nur so ganz leicht. Die meisten von euch denken sich wahrscheinlich so, wovon redet sie? Ich weiß, dass ich immer noch gute Haut habe auf jeden Fall, aber ich merke trotzdem, dass meine Haut sich jetzt schon ein bisschen verändert hat. Ich bin sehr gespannt, wie das so weitergeht. Und achso, das muss man jetzt wahrscheinlich dazu sagen, wenn man darüber redet, dass man die Pille absetzt. Nicht schwanger. Für Foundation benutze ich inzwischen wieder sehr gerne einen Schwamm. Da habe ich echt immer so Phasen. Ab und zu mag ich das super gerne und ab und zu mag ich lieber Pinsel. Ich mische von Love die Serum Foundation, dieses Elixier. Super flüssige, sehr leichte, alltägliche Foundation, die auch nicht viel Deckkraft hat. Mit dem Wonder Glow von Charlotte Tilbury. Das ist so ein bisschen extra Glow. Ich trage momentan auch einfach gerne Foundation mit ein bisschen weniger Deckkraft. Also ich baue mir die Deckkraft dann lieber durch Concealer auf. Wirklich so ein ganz, ganz leichtes, eigentlich eher wie so eine getönte Tagescreme. Dann verwende ich unter den Augen den Born This Way Concealer von Too Faced. Ich finde den echt mega gut, vor allen Dingen unter den Augen. Wird nicht cakey und sitzt einfach irgendwie gut. Und absolute Neuentdeckung ist der Cheek Hack
Brush von Charlotte Tilbury. So ein kleiner Kabuki, der hier innen drin so eine Delle hat. Damit kommt man so gut unter die Augen. Also der passt sich einfach perfekt jeder Kante, jeder Falte meines Gesichts an. Man kann damit auch ganz flächig Foundation gut auftragen, finde ich. Aber vor allen Dingen für so gezielte Punkte, gezielte Stellen finde ich den mega gut. Mein Fuß ist eingeschlafen. Und dann verwende ich nach wie vor auf einigen Stellen Catrice Liquid Camouflage. Never gets old. Arbeite ich momentan aber auch lieber mit einem Schwamm ein. Dann haben wir etwas zugeschickt bekommen, von einer ganzen Weile schon, aber ich hatte noch keine Zeit, es richtig zu testen. Und zwar dieses wunderschöne Bronzer-Highlighter-Duo von Charlotte Tilbury. Lena hat das auch schon seit ein paar Jahren, wenn ich mich nicht irre. Das ist jetzt in dem Monat, seitdem ich wieder hier bin, fast jeden Tag verwendet. Vor allen Dingen den Bronzer. Super schöner, heller, kühler Bronzer, finde ich. Der sich super so, nicht nur zum Konturieren, sondern so ein bisschen zum Konturieren, Bronzern, all over, im ganzen Gesicht eignet. Oh, ich liebe den so sehr. Und der perfekte Bronzer-Pinsel, meiner Meinung nach, ist der Luxe Face Definer 101 von Zoeva, weil es so ein ganz großer ist, mit dem man gleichzeitig verblenden kann, aber er eben einen Spitzenpunkt hat. Noch ein Glossier-Produkt, das ich wiederentdeckt habe. Ich erinnere mich, als ich das ganz neu hatte, fand ich das eigentlich gar nicht so gut. Wurde kurz unterbrochen, weil nebenan Baulärm war. Auf jeden Fall. Letzte Zeit habe ich das aber super gerne benutzt, weil erstens es farblich perfekt zu meiner Haarfarbe passt und zu meinem Teint einfach so. Also es ist wirklich die perfekte Farbnuance. Und weil es auch so ein Augenbrauengel ist, wo nicht so viel Produkt mit rauskommt. Also schon, aber es ist nicht so ein nasses Produkt. Und dementsprechend finde ich, ist es sehr präzise. Manchmal fülle ich noch so ein paar Lücken in meinen Augenbrauen aus. Dafür nehme ich immer noch den Catrice Climatic Ultra Precise Brow Pencil. Also in manchen Produkten habe ich so das Gefühl, ändert sich bei mir nicht mehr viel. Es gibt so ein paar, da probiere ich immer noch super gerne rum. Und klar, so Lippenprodukte und Lidschatten, da hat man ja auch irgendwie viele verschiedene Favoriten. Aber gerade was so Augenbrauen angeht, Concealer angeht, da reizt es mich tatsächlich nicht mehr so sehr, Neues auszuprobieren, einfach weil ich Produkte gefunden habe, die funktionieren für mich. Dann trage ich momentan wieder sehr, sehr gerne Lidschatten und das war jetzt echt auch jahrelang nicht der Fall. Ich habe so richtig den Spaß und die Lust an Lidschatten verloren gehabt. Ich bin definitiv kein Profi, genau im Gegenteil. Und ich schminke ja auch nie krasse Looks oder so. Also ihr wisst ja, dass Lena und ich immer sehr ähnliche Looks tragen und alles immer eher dezent und natürlich gehalten. Aber ich probiere einfach gerne aus momentan. Ich benutze als erstes die Prime and Fine Eyeshadow Base von Catrice. Und dann nehme ich jetzt mal die Cocoa Blend Palette von Zoeva. Wunderschöne Lidschattenpalette. Was ich auch gerne benutze, aber ich aber nicht sicher bin, ob es die noch gibt. Und wenn, dann ist sie auch sehr teuer. Ist von NARS die Loaded Palette. Auch super schöne, neutrale, erdige Töne. Vielleicht mische ich auch so ein bisschen rum. Auf jeden Fall packe ich erstmal so einen weißen, beigen Ton aufs ganze Lid. Kommt mir so komisch vor, Lidschatten vor der Kamera aufzutragen. Ich weiß nicht, wie viele Jahre ich das schon nicht mehr gemacht habe. Echt faszinierend, weil unser Kanal sich am Anfang, als wir frisch YouTube gemacht haben, so sehr mit Make-up beschäftigt hat. Und Lena und ich uns auch so sehr mit Make-up beschäftigt haben. Wir waren kein klassischer Beauty Account, aber schon am ehesten. Und das hat in den Jahren einfach so abgenommen. Wir haben beide das Interesse so ein bisschen daran verloren, also auch einfach privat. Und es ist schon immer so an erster Stelle für uns gestanden, nur das auf unserem Kanal hochzuladen, was uns auch wirklich persönlich interessiert, wo wir persönlich dahinter stehen. Und dann ist YouTube auch irgendwann so umgeswitcht und es gab plötzlich so viele professionelle Make-up-Kanäle, dass man sich als Laie so, also einfach als ganz normales Mädel, das sich ein bisschen für Kosmetik interessiert, irgendwie immer doof vorkam, wenn man dann so einen Make-up-Look hochgeladen hat. Weil ich meine, natürlich ist mir bewusst, dass das hier nicht professionell ist. Wir sind beide keine Make-up-Artisten, wir machen das beide nur zum Hobby, wir tragen einfach so, was uns einfach gefällt. Und ich glaube, so geht es ja ganz vielen von euch auch. Also die wenigsten sind Make-up-Artisten. Ich verstehe so den Hype um diese
krassen Tutorials und um diese krassen ausdrucksstarken Looks, weil mich das persönlich auch total fasziniert und mega fesselt, aber ich würde es halt im Alltag nie selbst tragen. Und so diese ganz normalen alltäglichen Looks von Mädels, die sich einfach nur für Kosmetik so ein bisschen interessieren, sind auf YouTube irgendwie total verloren gegangen. Und es war mal so normal, dass jeder seine Make-up-Routine hochgeladen hat oder irgendwie so alltägliche Looks. Und irgendwann hat es komplett aufgehört, habe ich das Gefühl, als alles so professionell wurde oder bei vielen so professionell wurde, weil es einfach sehr einschüchternd ist, wenn man weiß, da draußen sind so viele Kosmetik-Tutorials, die mega krasse Standards haben und von Leuten, die sich mega gut auskennen damit und die das mega drauf haben. Und dann kommt man selbst an mit seiner Catrice Liquid Camouflage. Aber man soll ja irgendwie auch das hochladen, wofür man sich selbst interessiert. Und momentan beschäftige ich mich einfach gerne wieder mit Make-up. Sicherlich nicht auf einer professionellen Ebene, aber einfach persönlich. Ich habe jetzt aus der NARS-Palette so einen hellbraunen, matten Ton. Okay, damit in die Lidfalte. Und was ich momentan super gerne mag, sind so warme, orangebraune Töne. Sind auch zwei in die Richtung in der Cocoa Blend Palette. Auch in der NARS Palette sind ein paar verschiedene. Jetzt mal in diesen hellorangenen hier. Ich habe ja die Hatice Schmidt Palette ergattert. Jetzt in Istanbul. So ein richtig krass rötlicher Ton, um dieses Orangebraun noch mal so ein bisschen zu intensivieren. Und dann ich wieder in so einen helleren Braunton. Verblende das noch mal so ein bisschen. Jetzt mache ich was ich niemals tun würde sonst. Und zwar gehe ich in diesen Slay Shimmer Lidschatten und gehe damit so einmal über alles drüber und hier vorne in den Innenwinkel. So, jetzt gehe ich nochmal über alles in so einem Braunton. Braun. Alles sieht besser aus mit Mascara. Meine Catrice Glam & Doll, die schwarze, hat momentan den perfekten Grad der Austrocknung. Das ist das, was ich vorhin meinte mit den Produkten, die man irgendwann für sich entdeckt hat. Die Catrice Glam & Doll ist einfach meine liebste Mascara. Und ich bin jetzt gar nicht mehr so scharf da drauf, andere Mascaras auszuprobieren, weil ich mir so denke, die funktioniert einfach bei mir. Darauf kann ich mich immer verlassen. Blush nehme ich von Glossier den Cloud Paint. Ich finde, zu so warmen braunen Lidschatten passt der einfach farblich mega gut. Und hier dann ganz gerne auch nochmal mit einem Puder Blush drüber. Das ist jetzt einfach eins aus der Hourglass Palette. Ich trage ja sehr gerne viel Blush. Auch definitiv was, wo sich die Geister scheiden. Heißt das so? Ich mag das super gerne. Zum Setten benutze ich nach wie vor, auch jetzt, wo ich wieder zurück in Deutschland bin, das Perfect Finish HD Powder von e.l.f. Also vor allen Dingen um die Augenpartie, weil sich da bei mir gerne die Mascara unten unter den Augen absetzt. So ein bisschen um die Nase rum. Dann fehlen eigentlich nur noch Lippen. So benutze ich jetzt mal von Charlotte Tilbury Very Victoria. So ein peachiger Nude-Ton. Und oben drüber gebe ich ein bisschen von dem Color Riche Lippenstift von L'Oreal in der Farbe 234. Das ist so ein bräunliches Orange. Und das war's. Das ist mein Make-up. Einmal den Lidschatten zeigen. Das ist mein Make-up für heute. Das sind meine aktuellen Kosmetik-Lieblinge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne eure Meinung zu so sehr casual Kosmetik-Videos in die Kommentare. Mir hat es mega Spaß gemacht, auch wenn ich jetzt 1000 Mal unterbrochen wurde. Und dann sehen wir uns am Montag in einem neuen Vlog.